Mentalität, Wille, Männlichkeit, vieles hat gefehlt bei Dortmund, auch beim Gastspiel in meiner tschechischen Heimat in Prag. Das ist die Frage und darüber werden wir jetzt reden. Dortmund spielt in Prag nach dem erfolgreichen Unentschieden gegen Barcelona in der Champions League am ersten Spieltag. Geht es jetzt auswärts ran und unentschieden? Da spielt wahrscheinlich deine Mentalitätsfrage drauf an. Hat Dortmund in der letzten Zeit schon häufiger gespielt gegen Teams, wo sie nicht nur einmal in Führung waren? Schauen wir uns doch mal die letzten Spiele an, Radek. Gegen Bremen, unlängst im Topspiel am Samstagabend, auch nicht gewinnen können zu Hause. Deswegen haben sie irgendwie gesagt, die einen sagen, ihnen fehlt die Männlichkeit, die anderen sagen, ihnen fehlt die Mentalität. Und Favre sagt sogar selbst, ihm fehlt einfach die Qualität. Also da fehlt wirklich viel bei Dortmund. Platz 8 in der Liga, meilenweit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Und dem Reus fehlt doch das Defensivverhalten, oder? Also Ja. jedem fehlt etwas und das macht den BVB gerade aus. Und Slavia Prag hingegen, gerade 8-0 gegen Slavoj Vršac und 1-0 gegen Mladá Boleslav gewonnen. In der Champions League überragend gegen Inter Mailand gestartet. Also die Prager können durchaus Dortmund vielleicht ein Bein stellen. Schauen wir auf die Quoten. Dortmund mit einer Quote um 2 herum. Eigentlich eine gute Quote, wenn man davon ausgeht, dass die Bundesliga doch ein wenig stärker einzuschätzen ist als die tschechische Gambrinus-Liga. Allerdings hätte man das ja auch von der Serie A erwarten können und Inter Mailand konnte daheim gegen Slavia nur einen Punkt holen. Trotzdem finde ich die Dortmunder Quote gut genug, um darauf zu setzen, wie so oft. Das Irgendwann muss doch die Enttäuschung auch mal aufhören mit Dortmund. wollte ich dir gerade sagen. Geschichte wiederholt sich ganz gerne. Und wie oft hatte Dortmund schon eine gute Quote und hat dann Ja, versagt aber für du uns? kannst, bist du jetzt auf Prag setzen. Also Nein. das kannst du ja auch nicht machen. Selbst ein Unentschieden ist da weit hergeholt und von daher eine Quote um die 2 bei Dortmund ganz gut. Dann können wir noch schauen, was die Over-Under-Line sagt. Also was hier um den Zweierquoten rum ist, ist 2,75. Ja, ich finde aber auch bei 2,5 Toren die 1,7 wirklich attraktiv. Ein 2-2 sehe ich, ein Ja, so ein 2-1, 2-1 ja. in jedwede Richtung. Das finde ich schon wirklich eine sehr, sehr attraktive Quote. Vor allem Dortmund wird, wie so oft, nachdem sie angezählt werden, sicherlich nicht sich hinten reinstellen und 0-0 versuchen zu halten. Dafür haben sie auch gar nicht die Spieler und auch nicht die Mentalität. Das heißt, das Over finde ich wirklich interessant. Bei dem reinen Spielausgang tue ich mir wirklich schwer, würde aber aufgrund der Quote auch eher zum BVB tendieren. Mit einer Aussage, wie so oft, wenn so eine Spitzenmannschaft dann gegen einen deutlich schwächeren Gegner von der Spielerqualität so eine Quote hat, dann macht man nichts falsch, auch wenn man die Wette verliert, wenn man es anspielt, ne? Ja, irgendwas muss man ja riskieren. Ganz Man genau. kann nicht jede Wette gewinnen, von daher ist das Ja. ein Wahrscheinlichkeitsspiel. Ganz Und genau. die Wahrscheinlichkeit liegt bei 50% laut Quote und das sollte Dortmund doch packen. Leipzig gegen Lyon, da liegt die Quote unter 50%. Also eher heißt es, dass Leipzig hier 60% der Spiele gegen Lyon zu Hause gewinnt. Das wage ich zu bezweifeln, auch wenn die Franzosen bisher nicht besonders gut waren in den letzten Spielen vor allem. In den letzten 5 Spielen keinen einzigen Sieg Ja. konnte Lyon verzeichnen. Wenn wir vielleicht noch mal ganz kurz auf diese Statistik schauen können, dann will ich das noch kurz erklären. Hier steht bei der Performance oder bei der Form 20%. Das bedeutet, Lyon hat aus den letzten 5 Spielen 20% der möglichen Punkte geholt. Also die Maximalausbeute wären 15 Punkte, 5 Siege, a 3 Punkte, aber sie haben nur 3 Drei. Unentschieden geholt. Das ist nicht so viel, vor allem gegen Mannschaften wie Nantes, Brest. Paris. Ja, die habe ich jetzt absichtlich nicht erwähnt, aber Haben gegen. Amiens, da hättest du schon mal als Champions League-Teilnehmer einen Sieg einfahren können. Leipzig, ja, wir wissen es alle, in der Bundesliga eigentlich ganz gut gewesen. Dann haben sie hier ein 1-1 gegen Bayern gehabt und haben das erste Spiel in der Champions League bei Benfica mit 2-1 gewonnen. Chapeau dafür. Und ja, gegen Schalke haben sie jetzt auf die Mütze bekommen, um bei der Hut-Metapher zu bleiben. Und vielleicht genau zum richtigen Zeitpunkt. Also der Start unter Nagelsmann war ja wirklich grandios. Die ersten 7 Pflichtspiele nicht verloren, 6 Siege, ein Unentschieden. Und ich sag mal, in der Bundesliga als Leipzig, da kannst du dir schon das ein oder andere
verlorenen Spiel leisten. Und vielleicht war das jetzt so ein bisschen ein Warnschuss, weil wenn dieser Warnschuss in der Champions League kommen würde, dass du gegen ein Team, wo du denkst, dass du gewinnst, dann den kürzeren ziehst, dann ist vielleicht der Zug für die nächste Runde schon abgefahren. Von daher kann ich mir vorstellen, dass Nagelsmann diese Niederlage gegen Schalke dafür nutzen wird, das Team richtig einzustellen, von der ersten Minute sie richtig motivieren kann. Mhm. Und dann gibt es auch einen Sieg gegen Lyon, Quote genau. Hin oder her. Und ich bleibe bei unseren Deutschen, den Leipzigern. Okay, nee, ich wollte gerade sagen, deswegen setzen wir auf Asian Handicap plus 1 auf Lyon, weil die letztes Jahr in der Champions League ja durchaus tolle Spiele hingelegt haben und diese Spiele in der Liga bisher nicht allzu referenziell für diesen Champions League-Vergleich herhalten können. Deswegen, Lyon kann in Leipzig durchaus mithalten. Leipzig hat zu Hause gegen Schalke verloren, ist deswegen in meinen Augen nicht der klare Favorit. Und wenn Lyon mit einem Torunterschied verliert, kriegt man das Geld zurück. Wenn Lyon unentschieden spielt, gewinnt man diese Wette mit 1,87. Von daher finde ich das attraktiver, als jetzt hier auf Leipzig zu gehen. Schauen wir noch, was die Tore hergeben. Auf jeden Fall, mit unseren beiden Tipps decken wir eigentlich alles ab. Geil. Also könnt ihr schauen, wem ihr mehr vertraut, dem seriösen Typ mit der Brille oder dem abgehalfterten 36-Jährigen mit dem blauen Pulli. Aber gut. Und Vegas im Namen. Hm. Ja, Vegas gewinnt immer, heißt es doch, oder? Und vielleicht auch dieses Mal bei über 3. Wäre es natürlich hier eine Quote von 1,87. Bei den Mannschaften kann man auch meiner Meinung nach drauf gehen, dass einige Tore fallen. Aber ist natürlich nicht allzu lukrativ, hier auf viele Tore zu setzen. Da gefällt mir weder das Over noch das Under. Mir gefällt tatsächlich dein Tipp mit einem Asian Handicap auf Lyon, aber mein Tipp gefällt mir auch. Also da muss man mal schauen, was sich geben wird. Es gibt ja noch ein verwandtes Team zu Rasenballsport Leipzig. Und Zimmer aber bullenlastig. Ja, ist es Red Bull Salzburg, die überragend wirklich derzeit spielen, wie so immer in der Liga, aber jetzt auch endlich mal in die Champions League gekommen sind, nachdem sie das 100 Jahre lang in Folge nicht geschafft haben, obwohl sie immer das bessere Team in der Vorquali hatten. Und jetzt geht es gegen Liverpool, die im ersten Spiel auf den Sack bekommen haben. Und damit hätten Salah, Firmino, Mané und Klopp vielleicht nicht unbedingt gerechnet, auch wenn Nepal eine Ich muss Neapel jetzt ehrlich gesagt nur spicken, wie unser neues norwegisches Supertalent heißt, Erling Haaland. Ich wollte hier nichts falsch aussprechen, nicht ein Allerweltsname wie Mohamed Salah oder Roberto Firmino. Nein, Erling Haaland, 19 Jahre und gleich mega eingebombt in seinem ersten Champions-League-Spiel. Ja, und auch ein Ex-Werderaner sehen wir hier auf Seiten der Salzburger. Junuzovic, der Zlatko, und wenn wir mal die Tabelle anschauen, Salzburg führt ein 6-2, Sieg gegen Genk kann man mal machen, also Genk wird jetzt auch nicht unbedingt gegen Liverpool gewinnen, aber eben diese Liverpooler müssen jetzt eigentlich dieses Spiel erfolgreich bestreiten, Heimspiel gegen Salzburg, wenn sie das nicht tun. Ich sehe Salzburg gegen Neapel auch ehrlich gesagt auf Augenhöhe, obwohl Neapel gegen Liverpool gewonnen hat. Nee, du nicht? Na, das ist Österreich. Also bitte. Ja gut, aber die haben die Austria aus Wien und Rapid Wien, beide Hauptstadtclubs in Folge geschlagen. Ja, was das wert sein wird, wird sich jetzt auch dann wirklich zeigen. Also die Quote für 1,35 auf Liverpool, ist die wirklich gut oder ist die schlecht? Also da interessiert mich, was ihr dazu sagt. Ich finde die ja eher noch gut. Andererseits, wenn man eher so denkt wie du, dann könnte es sein, dass hier Salzburg vielleicht frecherweise unterschätzt wird. Lass uns auch mal das Asian Handicap anschauen, weil bei der Auswärtssiegquote von um die 10 könnte ich mir vorstellen, dass bei 1,5 oder 2 vielleicht sogar eine attraktive Quote versteckt ist. Aber das muss man dann wieder für sich selber entscheiden, welche Quoten man interessant findet. Salzburg plus 2, eine 1,65, ist jetzt auch nicht so verkehrt, wenn ich ehrlich bin. Gerade wenn man glaubt, dass es ein knappes Spiel wird. Ich für meinen Teil sehe eher sogar Value in der 1,35-Quote auf Liverpool. Also, aber ja,
Was denkst du denn? Schwierig. Tut mir jetzt schwer. Mei, also hier haben wir den Titelverteidiger der Champions League und eine Mannschaft, die jetzt den ersten Spieltag gegen Genk klar gewonnen hat. Ja. Na, ja. Also hier muss man mit Liverpool gehen. Die spielen zu Hause, Anfield Road. Ja. Mit 2 Toren Vorsprung werden die schon gewinnen können. Dann kriegst du 1,89. Eingekauft. Da braucht man jetzt nicht Salzburg stärker reden, als sie sind. Wenn sie dann am Ende wirklich ein sensationelles Spiel hinlegen, dann kann man sagen, mei, dann hat Liverpool halt an dem Tag nicht alles gegeben. Aber man darf nicht auf Ausnahmen hoffen, sondern man muss auf die Regel setzen. Und die sagt ja wohl, Liverpool wird jede Mannschaft aus Österreich mit mindestens 2 Toren Vorsprung zu Hause besiegen. Bin dabei. In 70% der Fälle. Bin immer noch dabei. Daher passt es. Haben wir denn noch ein spannendes Spiel an diesem Aber hallo, Barcelona-Inter-Mailand. Da erinnern sich vielleicht die ein oder anderen dunkel an die vergangene Saison. Da gab es dieses Spiel schon mal. Und da endete das 1-1 in Mailand. In Barcelona konnte die Heimmannschaft 2-0 gewinnen. Und so sieht es jetzt auch aus. Ja. Heimspiel Barcelona. Das ja bekanntlich das erste Spiel in der Gruppenphase gegen Dortmund nur 0-0 gespielt hat und dabei echt viel Glück hatte, dass dass Reus den Elfmeter verschossen hat gegen Ter Stegen. Oder Ter Stegen so ein genialer Torwart. Ja, das ist er natürlich auch, aber ich will jetzt nicht Ärger mit Uli Hoeneß bekommen, von daher lobe ich den jetzt lieber nicht. Ich hoffe, Inter Mailand haut ihm ein paar rein. Uli oder Barcelona? Nee, dass wir ein paar schöne Tore sehen. Natürlich ist Barcelona auch Favorit, aber hier müssen wir auch mal, finde ich, auf die Spiele in den Ligen schauen, um da ein konkreteres Bild zu zeichnen, um zu sehen, wie stark ist denn Inter zum Beispiel. Die haben jetzt gegen Sampdoria 3-1 gewonnen und gegen Lazio 1-0 und auch gegen Milan im Derby, im Stadtderby 2-0. Also die sind gut in Form, lassen sich nichts zu Schulde kommen. Und Barcelona, klar, hat jetzt die letzten beiden Spiele auch gewonnen, aber davor gab es ein katastrophales 0-2 gegen Granada. Das ist natürlich unterlegen nicht beim so BVB, muss man auch, brauchen wir nicht schönreden. Ja, also, da kann Inter schon auch für eine kleine Überraschung sorgen. Also die Quoten für Inter sind wahrscheinlich attraktiver als jetzt ein Heimsieg für Barcelona. Außer, hier läuft es halt wie immer. Also Over-Under sehe ich. Also das Witzige ist ja, wenn man über Over-Under redet, dann denkt man in erster Linie immer, macht es Sinn, Over zu setzen. Und das sehe ich in dem Fall nicht. Ich kann mir hier eher ein Low-Scoring-Game vorstellen. Ein 0-0, ein 1-0, vielleicht ein 1-1, 2-0. Also unter 3 finde ich nicht unspannend, aber das ist eine Wette, die ich persönlich nicht gerne spiele, weil es irgendwie, wenn du es verfolgst, langweilig ist, weil es ist auch immer ein bisschen der Nervenkitzel, gehört auch dazu, und es ist langweilig, wenn du denkst, boah, hoffentlich geht der Ball in die Eckfahne und nicht irgendwie aufs Tor. Du hast ja ganz gute Erfahrungen mit Under-Picks. Das letzte Wochenende war verheerend. Themenwechsel, Cut. Auf jeden Fall finde ich das Under nicht, also interessanter als das Over. Ich habe dazu in der Tat keine Meinung. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Inter das recht knapp hält, das Spiel. Von daher finde ich das Asian Handicap wirklich am interessantesten. Auf Inter mit Asian Handicap plus 1 zu setzen, dass sie nicht höher als mit einem Tor Rückstand verlieren, dann wird es das Geld zurückgeben. Barcelona in der aktuellen Verfassung definitiv packbar für eine Mannschaft wie Inter, die in guter Form ist. Von daher wäre das interessant, aber es ist wahrscheinlich noch interessanter, einfach sich anzusehen oder die Highlights zu genießen, wenn man hier nicht wetten muss. Und man muss nie wetten. Man kann sich auch einfach vielleicht in einem anderen Spiel die Rosine rauspicken, zum Beispiel bei Zenit St. Petersburg gegen Benfica. Und da haben wir Benfica, die ja letzte Saison relativ stark waren, jedes Jahr natürlich dann Verkäufe hinnehmen müssen. Und Zenit, die ja im ersten Spiel, gleich sehen wir es hier am besten mit den Standings, ja ein Unentschieden gegen Lyon immerhin rausgeholt haben, obwohl Lyon eigentlich viel besser waren. Ich habe da ab der 75. Minute auf Lyon gesetzt, dass die noch gewinnen. Die hatten halt 20, 30 Torschüsse.
und die waren einfach unfähig. Zenit war aber wirklich nicht besonders stark. Und da komme ich dann zu meinem Tipp. Da finde ich Benfica als aktive Mannschaft im Vergleich zu Zenit als eher destruktive Mannschaft durchaus interessanter. Wenn man ein gutes Asian Handicap vielleicht noch bekommt, dann würde ich hier Benfica supporten mit einer Pluswette. Und ja gut, das ist halt diese eklige plus 0,25. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Es ist einfach, wie es da steht, nur was Viertelndes. Weil wenn dieses Spiel unentschieden ausgeht, dann verliert man die Hälfte seines Einsatzes. Also da finde ich, kann man dann gleich entweder die Asian Handicap 0 auf Benfica gehen mit einer Quote von 2,3. Oder einfach dann ja die Finger davon lassen. Also natürlich kann Zenit auch da das Heimspiel gewinnen, aber da ist jetzt in meinen Augen weniger Value drin. Ja, also abschließend eine echt schwache Gruppe. Das ist ja, das ist wirklich Champions League. Aber vielleicht tue ich denen ja auch Unrecht. Valencia gegen Ajax Amsterdam. Haben die letztes Jahr für Furore gesorgt. Ganz genau. Und Leverkusen wollte das nach dem Vorbild von Amsterdam dieses Jahr in der Champions League nachmachen. Hat fast funktioniert gegen Lokomotive Moskau. Jetzt andere Gruppe. Chelsea gleich mal mit einer Niederlage gestartet. Hier spielen die beiden Siegerteams gegeneinander. Ich kann jetzt zu dem Spiel nicht so viel sagen, außer warum sollte das nicht unentschieden ausgehen. Ich würde eher auf die Heimmannschaft setzen, allerdings. Ja, das ist schwierig. Also ich habe beide Spiele sogar gesehen, relativ lange und immer mal wieder hin und her geschalten oder weiß gar nicht mehr, auch die Zusammenfassungen. Und ich habe auf beide auch gewettet. Zumindest habe ich gegen Valencia gewettet, weil die waren wesentlich schlechter als Chelsea. Haben dann auch Glück gehabt, dass sie ein Tor geschossen haben und dass Chelsea den Ausgleich nicht geschossen hat, weil beim Elfmeter sich ein junger Abwehrspieler so sicher war und gesagt hat, er macht das und dann wurde er von Willian und den anderen etatmäßigen Elferschützen so irritiert, dass er ihn dann verschossen hat, den Elfer, und Frank Lampard war stinkesauer und naja, dann hat Chelsea verloren, von daher Valencia ein bisschen natürlich Glück gehabt bei diesem Sieg in England. Ajax hingegen absolut stark gegen Lille gespielt, war ja letztes Jahr auch im Halbfinale der Champions League und damit viel Pech an Tottenham gescheitert. Mit extrem viel Pech sogar. Also die haben ja das Hinspiel gewonnen und dann auch im Rückspiel lagen sie ja vorne. Dann musst du es erstmal schaffen, gegen die Hotspurs dann noch so Wenn ich mich nicht täusche, ja. Und jetzt hier, ja, würde ich auch so weit gehen und sagen, Ajax ist eigentlich stärker als Valencia und bei der Quote müsste man auch natürlich das Asian Handicap bemühen. Ein Problem ist natürlich auch, dass Valencia wahrscheinlich zu Hause hier nicht viel zulassen wird. Von daher ist der Unentschieden-Tipp absolut gefährlich und im Bereich des Möglichen. Auch hier Asian Handicap 0 auf Ajax. Valencia ist ja nicht chancenlos, von daher schwierig. Sind auch Favorit für die Buchmacher. Ja, ja, das wissen Sie schon. Also chancenlos. Ja, aber man sollte sich ja nicht von der Quote blenden lassen, da hast du ja völlig recht. Man muss die Quote natürlich dann nach Abwägung schon mit einbeziehen, aber tendenziell würde ich hier zu Ajax tendieren. Und ja, dann haben wir noch Lille gegen Chelsea. Auch zwei unterschiedliche Verläufe. Lille hat klar gegen Ajax verloren, Chelsea hat mit Pech verloren. Hier auch interessant der Blick in die Premier League, was Chelsea da in den bisherigen Spielen gezeigt hat. Sie haben eine sehr, sehr junge Mannschaft und dafür schlagen die sich echt recht gut. Ja, so positiv hätte ich nicht gedacht, dass du über Chelsea redest. Doch, doch, Grimsby musste erst mal 7-1 schlagen im Pokal. Gegen Liverpool haben sie sich auch teuer verkauft. Ja, ansonsten ja, gewinnen die ihre Spiele und das werden sie vielleicht auch gegen Lille machen, aber schwer einzuschätzen. Ja. Lille ist für mich eher so ein weißer Fleck auf der Landkarte. Könnte ich echt nicht sagen, wo das liegt, in welchem Land, keine Ahnung. Ich glaube. Also für die, die meine Ironie nicht verstehen, ich weiß es natürlich, dass es in Frankreich liegt. Hey, aber prinzipiell
geht man doch hier aufgrund der Quote auch schon wieder einfach nur nach Namen, oder? Also es ist so ein bisschen wie am Anfang gesagt, wenn so eine Mannschaft wie Dortmund, die einfach in der stärkeren Liga spielt, die einen besseren Kader hat, eine Zweierquote hat bei oder in Prag, dann kann man darauf schon gehen. Und genau die gleiche Logik würde ich jetzt hier bei Lille sehen. Auf Chelsea, ich sehe die nicht so gefestigt und nicht so stark wie in den letzten Jahren, aber aufgrund der Quote würde man nichts falsch machen, wenn man drauf geht. Vielleicht sogar ein Handicap 0 und tschüss. Ist ja immerhin der Sieger der Europa League der vergangenen Saison. Sollte also von daher sind die natürlich auch mit einer Zweierquote in Lille absolut spielbar. Gut, eins haben wir noch. Ehre, wem Ehre gebührt. Die Genker gegen Napoli. Und hier auch klare Geschichte. Napoli mit 1,47. Hoher Favorit, weil Genk ja auch das erste Spiel verloren hat gegen Ajax. Und hier interessiert mich vor allem auch der Saisonverlauf von Neapel in der Liga. Die hatten, glaube ich, keinen so glorreichen Start, aber wenn man jetzt hier die letzten Spiele sieht, immerhin 4 Siege und dann die Niederlage gegen Cagliari. Okay. Ja. Aber ja, Genk ist natürlich eine andere Nummer. Die haben gegen Salzburg mal schön den ersten Satz 6-2 verloren. Ja, aber 5-1 zur Halbzeit. Danach haben sie es ja ausgeglichen gestaltet. Stimmt. Also es ist schwierig. Napoli oder Neapel, die werden ja einfach dumm, wenn sie nach dem Liverpool-Sieg jetzt federn lassen. Die Quote finde ich aber auch nicht attraktiv, weil ja. Genk ist jetzt auch in der Champions League. Die werden auch nicht komplett umsonst da drin sein. Und ich würde das überragende Spiel der Red Bulls aus Salzburg jetzt auch nicht unbedingt überbewerten. Mhm. Also uninteressantes Spiel für mich. Total und auch in jeder Hinsicht uninteressant. Auch diese Over-Under. Kannst nie sagen, ob die Italiener jetzt den Catenaccio anrühren und da einfach froh mit dem 1-0-Sieg in Genk sind, immerhin auswärts. Die werden da auch jetzt nicht vielleicht ein Torfeuerwerk abbrennen wollen. Andererseits kannst du sagen, lädt dann Genk vielleicht zum Toreschießen ein, Tag der offenen Tür in Genk und dann fallen wieder ein paar Tore. Aber von daher, es sind einfach zu viele Unbekannte hier am zweiten Champions-League-Spieltag, um hier diese Spiele wirklich seriös empfehlen zu können. Aber ich denke, da ist auf jeden Fall schon das ein oder andere interessante Spiel dabei. Postet euch eure Tipps auch unbedingt in die Kommentare. Und dann auf einen schönen Champions League Mittwoch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Like und unser erster Champions League Tag ist vorbei.